Hi Leute, in dem Video erfährst du drei ganz einfache und schnelle Lerntipps, wie du besser und effektiver lernen kannst. Viel Spaß beim Schauen. Also Tipp Nummer 1 ist prozessorientiert und nicht zielorientiert arbeiten. Was meine ich damit? Zielorientiert heißt, wie du es vermutlich machst, du schaust die ganze Zeit, oh, ich muss diesen Haufen lernen, ich muss so einen Riesenberg lernen. Und das kennst du bestimmt, wie sinnlos dir das Lernen dann vorkommt, wenn du drauf schaust, oh, ich muss noch das machen und in dem Fach muss ich dieses und jenes machen. Vielleicht hast du auch den Film oder das Buch Momo gelesen. Da wird ein Straßenkehrer erwähnt und dann sagt, kommt jemand, wird der Straßenkehrer gefragt, wie machst du das eigentlich, wenn du ja, Kilometer von Straßen vor dir siehst, eine riesige Straße, die hunderte von Meter lang ist und du musst die ganze Straße kehren. Ist das nicht frustrierend? Und er sagt, ich kehre einfach nur die Stelle, wo ich gerade bin und gehe dann einen Schritt weiter. Und das ist das, was mit prozessorientiert gemeint ist. Also wenn du lernst, Schritt für Schritt. Mach dir am Anfang einmal einen Plan. Einmal. Setz dich einmal hin, plan durch. Hey, ich lerne an dem Tag das, am nächsten Tag das. Und dann gehst du einfach Schritt für Schritt vor. Fertig. Dann hast du einfach an dem Tag, wo du lernen magst, hast dir rausgesucht und dieses eine Fach lernst du an dem Tag und nicht mehr. Meistens machst du dir nur so viel Stress, weil du immer nur ans Ziel denkst. Aber wenn du einfach nur bei dem Schritt bist, der gerade vor dir liegt, du lernst einfach nur und machst das, was nötig ist und am Ende das Ziel kommt automatisch. Das ist genauso, wenn du wenn du Mangos ernten willst, dann brauchst du nicht an Mangos zu denken. Du kümmerst dich um die Erde, du gehst, du lernst, du kümmerst dich um die Wurzeln und Mangos, die fallen dir irgendwann auf den Kopf. Du brauchst nicht über Mangos nachdenken. Genau. Also das heißt, prozessorientiert lernen. Tipp Nummer 2 ist Achtsamkeit, Bewusstheit. Wenn du im Jetzt bist, so wie es auch klingt wieder, wenn du achtsam bist, wenn du dir bewusst bist und wenn du entspannt bist, wenn du gut drauf bist, dann ist es egal, was du machst. Vielleicht kennst du das auch, du bist völlig genervt und dann kommt dir einer krumm und drückt dir einen dummen Spruch rein und du schnauzt ihn einfach nur an. Weil du sowieso schon schlecht drauf bist. Und wenn du gut drauf bist, dann ist es egal, was dir den Weg kreuzt. Dann kann dir dein Chef mal doof kommen, dann kann dir dein Lehrer mal einen dummen Spruch drücken und du nimmst es ihm überhaupt nicht krumm. Du bist saugut drauf, dann ist es egal. So, und mit Achtsamkeit erreichst du das. Wenn du gut drauf bist, wenn deine Einstellung da ist, wenn die richtig ist zum Lernen, dann ist Lernen eine Freude. Lernen ist normalerweise immer eine Freude. Überleg mal, wenn du was Neues, eine neue Erkenntnis hattest, egal wann in der Schule, wenn es plötzlich mal Klick macht, dieser Moment, wo es Klick macht, wo du wirklich was verstanden hast, da werden Glückshormone ausgeschüttet. Lernen sollte dir Freude bereiten. So. Und das kannst du mit ganz einfachen Techniken erreichen. Ich finde es ganz schön, die Bücher von Thich Nhat Hanh, das ist ein buddhistischer Mönch, der hat es einfach auf das Westliche sehr schön angewandt. Und ein einfacher Trick, um zu der Achtsamkeit jetzt zu kommen, den du machen kannst, ist, du kannst dir Glocken der Achtsamkeit setzen. Das heißt, wenn du zum Beispiel jedes Mal, wenn du eine Seite umschlägst in deinem Buch, während du lernst, machst du einen bewussten Atemzug. Setz dir jetzt in dem Moment im Kopf, stell dir gerade vor, du schlägst eine Seite um und immer wenn du eine Seite beim Lernen umschlägst, dann fasst du bewusst das Blatt Papier an, fühlst das Papier, das du umschlägst und machst einen bewussten Atemzug. Einfach einen bewussten Atemzug. So, das sind so kleine Übungen, die dich ständig in den Moment wiederholen. Du kannst dir diese Glocken der Achtsamkeit in jedem Moment setzen. Du kannst auch sagen, hey, jede Zeile, die ich lese,
mache ich einen bewussten Atemzug. Und du wirst merken, durch diese kleinen Momente, die so minimal erscheinen, die nur eine Sekunde dich Zeit kosten, dadurch bist du so viel entspannter, lernst so viel effektiver. Es ist auch mit Studien nachgewiesen worden, wenn du in einem entspannten, glücklichen Zustand bist, dann lernst du um, was weiß ich, wie viel Prozent effektiver. Das heißt, wenn du glücklich bist, funktioniert dein Gehirn erst richtig und du kannst Dinge gut verarbeiten, besser verarbeiten. Das heißt, wenn du nicht entspannt bist, wenn du unter Stress bist, merkst du dir sowieso nichts. Du kennst es ja vielleicht, wenn du dann direkt vor der Prüfung bist und du hast dich in völlige Panik da selber reingerannt durch deine Einstellung. So, da kommt nichts mehr bei raus, da lernst du nichts mehr, da bringt es auch nichts mehr, da kannst du dein Buch gleich zuschlagen. Deswegen, setz dir diese Glocken der Achtsamkeit. Die Bücher von Thich Nhat Hanh kann ich da wirklich sehr zu empfehlen. Ganz kleine, kurze Übungen. Du kannst alles, was du machst, achtsam machen. Wie gesagt, der kleine Tipp jetzt hier mit der Seite umschlagen oder jedes Mal, wenn du eine Zeile gelesen hast, einfach einen bewussten Atemzug. Oder Gehmeditation ist sowas anderes, habe ich auch ein Video zu gemacht. Verlinke ich mal in die Infobox, wenn ich dran denke. Tipp Nummer 3 ist deine Ernährung. Wenn das, was du in deinen Körper reinfüllst, das falsche Benzin ist, der falsche Treibstoff, dann bringt es nichts, dann läuft dein Motor nicht richtig. Du kennst es vielleicht, wenn du irgendwie ein deftiges Essen gegessen hast, was total plattmachendes, du bist danach erstmal müde, du gehst in die Mensa, hast zum Mittag nach dem Lernen und dann willst du dich wieder hinhocken, du schläfst erstmal mit dem Kopf auf dein Buch ein, weil das Essen dich so müde gemacht hat, weil dein Körper nur mit der Verdauung beschäftigt ist. So. Und wenn du leicht isst, wenn du energetische, lebendige Sachen isst, die noch am Leben sind, so, dann bleibst du auch am Leben. So. Und das Beste, was du machen kannst, ist leicht in den Tag zu starten. Frühs nur Früchte zu essen oder was ganz Leichtes, nichts Gekochtes, Früchte, Gemüse, einen Smoothie oder sowas. Unter dem Video ist die erste Lektion vom Happy Life Kurs von mir verlinkt. Nehme ich dich dir an die Hand und erkläre dir, wie du deinen Tag mit deiner Ernährung leicht starten kannst. Wie du leicht in den Tag starten kannst. Genau, schau dir das Video einfach mal an. Kannst du dir kostenlos anschauen, ist drunter verlinkt. Genau, und es ist so wichtig, wenn du Sand im Getriebe hast, dann läuft alles nicht rund. Wenn du dich nicht richtig ernährst, dann kannst du dich nicht richtig konzentrieren. Wenn du dir mittags eine Schweinshaxe reinhaust, dann bist du danach erstmal müde und platt. Wenn du dir aber irgendwas Frisches, Lebendiges reinhaust, dann bist du danach auch noch klar und frisch im Kopf. Du bist nicht müde danach, du kannst direkt weiterlernen. So, das ist Tipp Nummer 3. Ich hoffe, die drei Tipps helfen dir weiter. Wenn dir die drei Tipps weitergeholfen hat und du willst mehr solche Videos sehen, dann abonniere einfach den Kanal. Ansonsten, mach's gut, bis dann, ciao.